Konnichiwa, Minasan! Bald ist es soweit, meine Frau und ich, wir werden nach Japan auswandern, in Japan leben, umziehen, wie auch immer man das nennen möchte. Und da gibt es natürlich einiges vorzubereiten. Ich habe schon mal ein Video zum Impfen gemacht, habe auch schon ein Video zum Visum gemacht. Und in diesem Video wollte ich euch einfach nochmal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, also falls ihr auch vorhabt, nach Japan auszuwandern oder falls ihr euch dafür interessiert, was muss man denn eigentlich alles machen, um generell auszuwandern? Wo sollte man drauf achten? Wollte ich euch einfach mal so ein bisschen so eine kleine Checkliste mit an die Hand geben, worauf man auf jeden Fall achten sollte und was man auch auf jeden Fall machen muss. Ich spreche natürlich jetzt auch mit vielen Leuten, bevor wir auswandern, und auch einige andere, die zum Beispiel Working Holiday machen oder die schon da waren, Working Holiday, die auch schon mal versucht haben, irgendwo auszuwandern, und habe ein bisschen was auch im Internet natürlich gelesen. Und mir fällt oft auf, dass viele das relativ locker nehmen und sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, was muss ich denn eigentlich hier in Deutschland noch alles machen, bevor ich dann auf einmal weg bin. Und da gibt es so ein paar Punkte, auf die ich euch auf jeden Fall aufmerksam machen möchte, weil die echt wichtig sind, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Leute sich darum wirklich überhaupt nicht gekümmert haben und dann hinterher teilweise große Probleme bekommen. Das wirklich aller Wichtigste, was ihr machen müsst, ist, wenn ihr wirklich auswandern wollt, ihr müsst euch natürlich in Deutschland abmelden. Ihr müsst euch abmelden, das geht meistens erst eine Woche vor der Ausreise dann, aber ihr müsst sagen, ich bin in Deutschland nicht mehr gemeldet, es sei denn, ihr wollt hier irgendwie einen Zweitwohnsitz oder sowas anmelden, aber dann wird es sowieso wieder komplizierter. Gehen wir mal vom normalen Fall aus, dass man keinen Zweitwohnsitz irgendwie anmelden möchte und nicht Häuser in vielen verschiedenen Ländern hat oder so, sondern man möchte einfach auswandern, dann muss man sich abmelden, denn wenn man sich hier in Deutschland nicht abmeldet, dann muss man in Deutschland auch Krankenkasse zahlen. Und das ist immer nämlich so ein ganz großes Problem. Man hat, wenn man auswandert in ein anderes Land oder wenn man für längere Zeit Deutschland verlässt, man hat das Recht, nachdem man wieder zurückgekommen ist, wenn man jetzt sagt, ja, 5 Jahre auswandern, Japan reicht mir, ich habe es nicht geschafft oder mir gefällt es nicht mehr, hat man das Recht, wieder in die Krankenkasse, in der man war, auch wieder einzutreten. Aber wenn man sich nicht abmeldet in Deutschland und angemeldet bleibt in Deutschland, muss man eben diese Krankenkasse auch bezahlen. Und das ist natürlich ein richtig großer Beitrag dann. Und da muss man eben aufpassen. Denn auch wenn man dann irgendwie sagt so, ja, ich war zwei Jahre im Ausland und die Krankenkasse wundert sich dann irgendwann, ja, warum sind denn keine Zahlungen gekommen? Also meistens sind die schon früher, stehen die auf der Matte. Dann hat man eventuell ein Problem. Man sagt, ja, ich bin aber doch gar nicht mehr in Deutschland. Ja, aber du bist noch in Deutschland gemeldet. Ja, was will die Krankenkasse machen? Da muss man erstmal wieder nachweisen, dass man ja gar nicht mehr in Deutschland war. Aber wie will man das machen, wenn man sich nicht abgemeldet hat? Hat man sich dann woanders angemeldet, ob die das akzeptieren und so. Deswegen kümmert euch auf jeden Fall um euren Krankenkassenstatus und eben darum, ob ihr euch abmelden müsst oder nicht. Beim Working Holiday oder so ist das je nachdem schon mal was anderes, oder beim Austauschjahr ist das eventuell auch schon mal was anderes. Wenn man vielleicht noch jung ist und in der Familienversicherung des Vaters oder der Mutter hängt, da gibt es dann immer so gewisse Fälle, wo das vielleicht schon mal ein bisschen anders sein kann, wo es dann sinnvoll ist, sich in Deutschland noch gemeldet zu sein und dann für diese Zeit ins Ausland zu gehen. Aber deswegen möchte ich euch darauf aufmerksam machen, ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig das Thema ist. Informiert euch bei eurer Krankenkasse darum, was genau ihr machen müsst, oder informiert euch selbst einfach irgendwo. Aber wichtig ist, dass ihr dieses Thema Krankenkasse und gemeldet bleiben in Deutschland oder nicht im Kopf habt, weil wenn man da, ja, das nicht richtig macht, dann kann das wirklich zu Problemen hinterher führen. Dann natürlich, wenn ihr eine Wohnung habt oder so, ihr müsst früh genug alles kündigen. Kündigungen auch. Man denkt gar nicht daran, dass man so viele Sachen irgendwie hat, sage ich mal, ja. Ich musste jetzt auch eine Menge an Sachen kündigen, ADAC zum Beispiel und was weiß ich nicht alles. So Sachen, wo man erstmal gar nicht dran denkt. Macht euch also früh genug eine Liste mit den Dingen, wo ihr irgendwie ein Abonnement oder was auch immer abgeschlossen habt oder Vereinen, in denen ihr seid, damit ihr diese frühzeitig kündigen könnt, weil meistens gibt es ja auch eine Kündigungsfrist, die muss man natürlich auch wieder einhalten, und dass man da wirklich mal früh genug eine Liste erstellt, wo bin ich denn überall drin, was muss ich kündigen. Natürlich auch beim Job, Job muss man natürlich dann auch kündigen, wenn man einen hat und dann auswandert, und natürlich auch die Wohnung, da muss man sich natürlich auch drum kümmern. Umzug natürlich auch. Es kann natürlich sein, dass ihr einige Möbel mitnehmen wollt. Wir werden jetzt keine Möbel mitnehmen, weil in Japan ist es eben so, wenn man dort in eine neue Wohnung kommt, man hat im Grunde fast alles. Man hat eine Küche ist drin, das Bad ist drin und man hat Wandschränke schon mit drin. Das sind zwar nicht solche Schränke, wie wir die hier haben, das werden wir euch alles zeigen in Japan, aber es reicht für einen Anfang. Wir sind jetzt auch noch relativ jung, so dass wir keine großartigen, wertvollen Möbel oder sowas haben, die wir unbedingt mitnehmen müssten. Deswegen haben wir das Problem jetzt nicht, sondern wir nehmen halt ein paar Koffer mit und das war's, weil wir eben auch nicht so viel besitzen. Aber vielleicht ist bei euch das ein anderer Fall und ihr wollt Möbel oder sowas mitnehmen. Auch da muss man sich frühzeitig dann drum kümmern, dass man ein gutes Umzugsunternehmen findet und wie man das dann nach Japan oder wo auch immer ihr auswandern wollt, hinbekommt. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass
je nachdem, was ihr macht, wenn ihr zum Beispiel so ein bisschen wie ich halb Freiberufler seid mit diesem Japanischlehrer-Ding, muss man sich natürlich, oder ein Kleingewerbe angemeldet habt, das habe ich nämlich auch, muss man sich natürlich auch darum kümmern, diese Sachen abzumelden und dann zu gucken, wie kann ich das in Japan vielleicht weiterführen oder in einem anderen Land, wo ihr dann auswandert. Da muss man sich natürlich auch frühzeitig drum kümmern, also recherchieren, eventuell zum Steuerberater gehen und den Steuerberater fragen, wie mache ich das am besten mit den Steuern, muss ich hier in Deutschland die Steuern dann irgendwie noch zahlen, wann zahle ich die, und man muss natürlich eventuell noch Steuererklärungen abgeben für die nächsten 2 Jahre unter Umständen, die man dann schon im Land ist, weil das ja rückwirkend immer ist, und da muss man sich dann natürlich auch drum kümmern, okay, wie mache ich das? Schicke ich dem Steuerberater das von Japan aus oder mache ich das jetzt fertig und schicke ihm das schon oder macht das ein Familienmitglied? Und da sind wir auch direkt beim nächsten Punkt, eine Vollmacht. Ist immer sinnvoll, wenn ihr Familienmitglieder oder sehr, sehr gute Freunde habt in Deutschland, denen eine allgemeine Vollmacht zu erteilen, damit die im Notfall, wenn irgendwas kommt noch, ja, wenn irgendwer irgendwas von euch will in Deutschland, damit die dann eben handeln können für euch und ihr nicht extra aus Japan dann nach Deutschland kommen müsst und die Sachen klären müsst. Das heißt, so eine allgemeine Vollmacht auszustellen ist auch immer sinnvoll, am besten an ein Familienmitglied oder eine Person, der man wirklich sehr, sehr vertraut, um das dann eben zu regeln. Auch eine Geschichte sind natürlich, wie komme ich an mein Geld in Japan irgendwie, wenn ich jetzt noch Geld hier auf einer Bank habe, muss man sich natürlich darum kümmern, dass man irgendwie eine Kreditkarte hat oder irgendeine Karte, mit der man das im Notfall abheben kann. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt die normale EC-Karte, die reicht aus, mit der kann ich das schon abheben in Japan an einem ATM, das funktioniert. Ansonsten aber auch mit Kreditkarten funktioniert das natürlich auch. Aber da solltet ihr euch auch vielleicht vorher dann drum kümmern, wie ist das mit den Karten, habe ich da Probleme oder nicht. Dann natürlich noch, in den anderen beiden Videos hatte ich schon mal angesprochen, Impfen. Ist natürlich auch wichtig, dass man sich darüber informiert, brauche ich Impfungen und natürlich das Visum. Und das Visum ist das mit allerwichtigste natürlich, wenn ihr kein Visum habt, könnt ihr natürlich auch nicht auswandern oder sonst irgendwas. Und das mit dem Visum kann eben auch schon mal seine Zeit dauern, je nachdem in welcher Situation man steckt. Deswegen Visum besorgen, sich um das Visum zu kümmern, ist auch mit eine der wichtigsten Dinge, die man tun muss, die man tun sollte, wenn man nach Japan auswandert oder generell auswandert. Deswegen schaut auf jeden Fall auch, dass ihr das geregelt bekommt und fangt, wie gesagt, früh genug an. Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, vorhabt auszuwandern, fangt am besten schon ein Jahr vorher an, euch erste Gedanken zu machen, wie mache ich das alles, wie time ich das alles, was muss ich alles kündigen, was muss ich alles machen. Ein Jahr vorher schon mal damit anzufangen, so eine erste Liste zu machen, das ist eigentlich perfekt. Und dann spätestens, ja, wenn ihr spät dran seid, solltet ihr ein halbes Jahr vorher anfangen, alles zu klären. Aber das ist dann schon relativ spät, je nachdem, in welcher Situation man ist und wie die Kündigungsfristen für gewisse Dinge sind und so weiter und so fort. Da muss man also wirklich aufpassen. Deswegen auch dieses Video, ich wollte euch nur dafür sensibilisieren, dass es eine ganze Menge an Dingen gibt, die man machen muss, bevor man auswandert. Und um die man auch nicht herumkommt, beziehungsweise wenn man die nicht macht, dann gibt es hinterher Probleme. Alles, was mit Ämtern zu tun hat oder so, muss man natürlich mit denen abklären. Adressänderungen natürlich, man muss einigen Ämtern auch einfach schreiben, jo, ich bin nicht mehr in Deutschland, ich bin jetzt weg, wisst ihr Bescheid? Ja, Rentenversicherung oder sowas zum Beispiel, je nachdem, ob ihr selbstständig seid, ob ihr Freiberufler seid, was auch immer ihr macht, muss man vielleicht auch mal schreiben, jo, ich bin nicht mehr da, Finanzamt und so weiter und so fort. Das muss man auf jeden Fall machen und da wollte ich euch für sensibilisieren, weil ich von vielen Leuten mitkriege, die da ziemlich leichtfertig mit umgehen und sagen, ach ja, ich gehe einfach mal und guck mal, was passiert. Das ist meistens keine gute Idee, einfach mal zu sagen, ach ja, eine Krankenkasse halt wird schon irgendwie, mache ich nicht. So, das ist keine gute Idee, ja, das ist wirklich keine gute Idee und weil ich das sehr oft mitbekomme, wollte ich da mal ein Video zu machen und sagen, ey, hier sind so ein paar Punkte, auf die sollte man aufpassen und wie gesagt, ich sag's nochmal, wichtigste ist wirklich die Krankenkasse, die kann sonst zu einem echten Problem werden. Schaut, dass ihr die Krankenkasse kündigt und dass ihr euch abmeldet, weil wenn ihr hier gemeldet seid, müsst ihr meines Wissens nach auch Krankenkasse zahlen und das nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, wenn ihr im Ausland dann seid und da versichert seid, dann reicht das ja und man kann sich mit der gesetzlichen hier meistens auch nicht im Ausland versichern lassen. Ich weiß nicht, wie das in der EU ist, aber für Japan geht das nicht und ja. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen auf einige Punkte aufmerksam machen. Falls ihr euch jetzt noch mehr für Japan und Japanisch interessiert, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt's noch einige Online-Kurse und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!